Patris et Populi, quia ipse manna vit, et omnia creata sunt. Der Heilige Vater Papst Franziskus trägt ein Pastorale, benutzt es heute in der Heiligen Messe, das ihm Jugendliche geschenkt haben. Papst Franziskus begrüßt mit einem Altarkuss Christus, denn der Altar steht für Christus, ist das Symbol. Und dies tut er wie in jeder heiligen Messe. Er inzensiert Kreuz und Altar.
Es freut sich das Heer, das Herz derer, die dich suchen, Herr, singt die Schola. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Herr Jesus, der uns zum Tisch des Wortes und der Eucharistie einlädt, ruft uns zur Umkehr auf. Wir bekennen, dass wir Sünder sind und rufen mit Vertrauen die Barmherzigkeit Gottes an. Herr, du bist vom Vater gesandt, um die zerknirschten Herzen sind zu erlösen. Christus, du bist gekommen, um die Sünder zu rufen. Du trittst beim Vater für uns ein. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das Gloria. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All. Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.
Maria. Lasset uns beten. Dio onnipotente ed eterno, allmächtiger, ewiger Gott, mehre in uns den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Gib uns die Gnade zu lieben, was du gebietest, damit wir erlangen, was du verheißen hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. A reading from the book of Jeremiah. Lesung aus dem Buch Jeremia. So spricht der Herr, jubelt Jakob voll Freude zu und jauchzt über das Haupt der Völker. Verkündet, Lob singt und sagt, der Herr hat sein Volk gerettet, den Rest Israels. Seht, ich bringe sie heim aus dem Nordland und sammle sie von den Enden der Erde, darunter Blinde und Lahme, Schwangere und Wöchnerinnen. Als große Gemeinde kehren sie hierher zurück. Weinend kommen sie und tröstend geleite ich sie. Ich führe sie an wasserführende Becher auf einen ebenen Weg, wo sie nicht straucheln. Denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Ich will sie mit dem Strom von Wasser durch einen schmutzigen Weg, wo sie nicht stumbeln. For I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn son. Verbum Domini. Wort des lebendigen Gottes. Großes hat der Herr an uns getan. So der Psalm. Das ist der Psalm 126. Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, da waren wir alle Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den anderen Völkern, der Herr hat ihnen Großes getan, ja Großes hat er an uns getan. Großes hat der Herr an uns getan. Thank you.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Jeder hohe Priester wird aus den Menschen ausgewählt und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Er ist fähig, für die Unwissenden und Irrenden Verständnis aufzubringen, da auch der Schwachheit unterworfen ist. Deshalb muss er für sich selbst ebenso wie für das Volk Sündopfer darbringen. Und keiner nimmt sich eigenmächtig diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde eines hohen Priesters verliehen, sondern der, der zu ihm gesprochen hat: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester auf ewig, nach der Ordnung des Melchisedek. Das Halleluja. Unser Retter Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des Lebens gebracht durch das Evangelium. Das Evangelium wird in feierlicher Prozession zum Ambo getragen, um von dort vom Diakon verkündet zu werden. Dominus vobiscum. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Aber er schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir tun? Der Blinde antwortete: Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Geh, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir, Christus. Nun die Predigt des Heiligen Vaters. Die Begebenheit, von der wir gehört haben, ist die letzte, die der Evangelist Markus vom Wirken Jesu auf seiner Wanderschaft erzählt. Kurz darauf zieht dieser in Jerusalem ein, wo er sterben und auferstehen wird. Bartimäus ist somit der Letzte, der Jesus auf seinem Weg folgt. Aus dem Bettler am Straßenrand in Jericho wird ein Jünger, der mit den anderen nach Jerusalem geht. Auch wir sind gemeinsam einen Weg gegangen. Wir haben Synode gehalten. Und nun unterstreicht dieses Evangelium drei grundlegende Schritte für den Weg des Glaubens. Schauen wir zunächst auf Bartimäus. Sein Name bedeutet Sohn des Timäus. Und der Text betont dieses Detail. Bartimäus, der Sohn des Timäus. Aber mit dieser Hervorhebung im Evangelium wird ein Paradox sichtbar. Der Vater ist abwesend. Bartimäus liegt allein am Weg, außer Haus und ohne Vater. Er wird nicht geliebt, sondern ist verlassen. Er ist blind und hat niemanden, der ihn anhört. Jesus, und als er versucht hat zu sprechen, hat man ihn zum Schweigen gebracht. Jesus hört seinen Schrei und als er ihn trifft, lässt er ihn reden. Es war nicht schwer zu erraten, worum Bartimäus bitten würde. Es ist klar, dass ein Blinder das Sehvermögen haben oder wiedererlangen möchte. Aber Jesus ist nicht voreilig. Er nimmt sich Zeit zum Zuhören. Das ist der erste Schritt, der auf dem Weg des Glaubens weiterhilft. Hören. Es geht um ein Apostolat des Ohrs. Zuhören, bevor man spricht.
Dennoch ermahnten viele von denen, die bei Jesus waren, Bartimäus, er solle schweigen. Für diese Jünger war der Bedürftige eine Störung auf dem Weg, etwas Unvorhergesehenes im Programm. Sie zogen ihre eigene Gangart der des Meisters vor, ihre eigenen Worte denen anderer. Sie folgten Jesus, aber sie hatten ihre eigenen Pläne im Sinn. Das ist eine Gefahr, auf das man immer Acht geben muss. Für Jesus hingegen ist der Ruf derer, die um Hilfe bitten, keine Störung, die den Weg behindert, sondern eine Lebensfrage. Wie wichtig ist es für uns, auf das Leben zu hören? Die Kinder des himmlischen Vaters schenken ihren Brüdern und Schwestern Gehör, nicht dem unnützen Geschwätz, sondern den Bedürfnissen ihres Nächsten, mit Liebe zu hören, mit Geduld, wie Gott es bei uns macht, mit unseren oft sich wiederholenden Gebeten. Gott wird nie müde. Er freut sich immer, wenn wir ihn suchen. Bitten auch wir um die Gnade eines Herzens, das bereitwillig zuhört. Ich möchte den jungen Menschen im Namen von uns Erwachsenen sagen, entschuldigt uns, wenn wir euch oft kein Gehör geschenkt haben, wenn wir, anstatt euch unser Herz zu öffnen, eure Ohren vollgeredet haben. Als Kirche Jesu wollen wir euch mit Liebe zuhören, in der zweifachen Gewissheit, dass euer Leben für Gott kostbar ist, weil Gott jung ist und junge Menschen liebt. Und dass euer Leben auch für uns kostbar ist, ja notwendig, um voranzugehen. Nach dem Hören kommt ein zweiter Schritt, um den Weg des Glaubens zu begleiten, sich zum Nächsten machen. Schauen wir auf Jesus, der niemanden aus der großen Menschenmenge, die ihm folgte, zu Bartimäus schickt. Nein, er trifft ihn persönlich. Er sagt zu ihm, was willst du, dass ich dir tue? Was willst du? Jesus versetzt sich in Bartimäus hinein. Er ignoriert nicht seine Erwartungen, dass ich tue. Handeln, nicht nur reden. Dir, nicht nach Vorstellungen, die auf jedermann passen, sondern für dich in deiner Situation. So macht es Gott und lässt sich persönlich auf eine Beziehung voll Liebe zu jedem Einzelnen ein. In seiner Art zu handeln scheint bereits seine Botschaft auf. So keimt der Glaube im Leben auf. Der Glaube geht durch das Leben. Wenn sich der Glaube ausschließlich auf lehrmäßige Formulierungen konzentriert, läuft er Gefahr, nur den Kopf anzusprechen, ohne das Herz zu berühren. Und wenn er sich nur auf das Tun konzentriert, läuft er Gefahr, moralistisch zu werden und sich auf die soziale Ebene zu reduzieren. Der Glaube hingegen ist Leben. Er besteht darin, die Liebe Gottes zu leben, die unser Leben verändert hat. Wir dürfen weder doktrinär noch aktivistisch sein. Wir sind berufen, Gottes Werk auf Gottes Art vorzuführen, nämlich in Nähe, ganz nah bei ihm, in Gemeinschaft miteinander, nahe bei unseren Brüdern und Schwestern. Nähe. Das ist das Geheimnis, um den Kern des Glaubens weiterzugeben, nicht irgendein sekundärer Aspekt. Sich zum Nächsten machen bedeutet, die Neuheit Gottes in das Leben des Bruders und der Schwester zu tragen, und darin besteht auch das Gegenmittel gegen die Versuchung fertiger Rezepte. Fragen wir uns, ob wir Christen sind, die fähig sind, zu Nächsten zu werden, die eigenen Kreise zu verlassen, um diejenigen zu umarmen, die nicht zu uns gehören und die Gott leidenschaftlich sucht. Es gibt immer diese Versuchung, die in der Heiligen Schrift oft wiederkehrt, die Hände in Unschuld zu waschen. Das tut die Menge im heutigen Evangelium. Das hat Kain mit Abel getan.
Das wird Pilatus mit Jesus tun, die Hände in Unschuld waschen. Wir hingegen wollen Jesus nachahmen und wie er wollen wir uns die Hände schmutzig machen. Er, der Weg, blieb wegen Bartimäus auf dem Weg stehen. Er, das Licht der Welt, beugte sich herab zu einem Blinden. Wir erkennen, dass der Herr sich seine Hände für einen jeden von uns schmutzig gemacht hat. Und wenn wir auf das Kreuz schauen und von diesem ausgehen, erinnern wir uns daran, dass Gott sich in Sünde und Tod zu meinem Nächsten gemacht hat. Er hat sich zu meinem Nächsten gemacht. Alles beginnt hier. Und wenn auch wir um seiner Liebe willen zu Nächsten werden, werden wir Träger eines neuen Lebens. Nicht Lehrer aller und auch nicht Experten für das Heilige, sondern Zeugen der Liebe, die rettet. Zeugnis geben ist der dritte Schritt. Schauen wir auf die Jünger, die Bartimäus rufen. Sie gehen nicht mit einer kleinen beruhigenden Münze zu ihm, der da bettelte, oder um ihm Ratschläge zu geben. Sie gehen im Namen Jesu. Tatsächlich sagen sie ihm nur drei Worte, die alle von Jesus stammen. Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Im Evangelium sagt sonst nur Jesus, hab Mut, denn nur er lässt das Herz wieder aufleben. Nur Jesus sagt im Evangelium, steh auf, um den Geist und den Körper zu heilen. Nur Jesus beruft, um das Leben derer zu verändern, die ihm folgen, indem er denen auf die Beine hilft, die am Boden sind, und Gottes Licht in die Dunkelheit des Lebens bringt. Viele Söhne und Töchter, viele junge Menschen sind wie Bartimäus auf der Suche nach einem Licht im Leben. Sie sind auf der Suche nach wahrer Liebe. Und wie Bartimäus, trotz der vielen Leute nur Jesus anruft, so rufen auch die jungen Menschen nach Leben, finden aber oft nur leere Versprechungen und wenige, die sich wirklich für sie interessieren. Es ist nicht christlich, darauf zu warten, dass die Brüder und Schwestern, die auf der Suche sind, an unsere Tür klopfen. Wir sollen zu ihnen gehen und dabei nicht uns selbst, sondern Jesus bringen. Er sendet uns wie diese Jünger, damit wir in seinem Namen andere ermutigen und ihnen aufhelfen. Er schickt uns, damit wir alle sagen, Gott bittet dich darum, dich von ihm lieben zu lassen. Wie oft haben wir statt dieser befreienden Botschaft des Heils uns selbst, unsere Rezepte, unsere kirchlichen Etiketten gebracht? Wie oft haben wir, anstatt uns die Worte des Herrn zu eigen zu machen, unsere eigenen Ideen als sein Wort ausgegeben? Wie oft spüren die Menschen mehr die Last unserer Institutionen als die freundschaftliche Gegenwart Jesu? Dann jedoch werden wir zu einer NGO, zu einer halbstaatlichen Organisation und nicht zur Gemeinschaft der Erlösten, die die Freude des Herrn leben. Zuhören, sich zum Nächsten machen, Zeugnis geben. Der Weg des Glaubens endet im Evangelium auf schöne und überraschende Weise mit dem Wort Jesu: Geh, dein Glaube hat dich gerettet. Dabei hatte Bartimäus gar kein Glaubensbekenntnis abgelegt und auch sonst nichts Besonderes getan. Er hatte nur um Erbarmen gebeten. Zu spüren, der Erlösung zu bedürfen, ist der Beginn des Glaubens, ist der direkte Weg zur Begegnung mit Jesus. Der Glaube, der Bartimäus rettete, bestand nicht in seinen klaren Vorstellungen von Gott, sondern in der Suche nach ihm, im Wunsch, ihm zu begegnen. Der Glaube ist eine Frage der Begegnung, nicht der Theorie. Jesus kommt durch die Begegnung und in der Begegnung schlägt das Herz der Kirche. Also werden nicht unsere Predigten, sondern das Zeugnis unseres Lebens wirksam sein. Und euch allen, die ihr an diesem gemeinsamen Unterwegssein teilgenommen habt, danke ich für euer Zeugnis. Amen.
Wir haben gemeinschaftlich und freimütig gearbeitet im Wunsch, Gott und seinem Volk zu dienen. Der Herr segne unsere Schritte, damit wir fähig werden, den jungen Menschen zuzuhören, ihnen zu Nächsten zu werden und ihnen von der Freude unseres Lebens Zeugnis zu geben, Jesus. Das war die Predigt von Papst Franziskus, der ein Moment der Stille folgt, um über die Predigt, die Worte nachzudenken. Sich zum Nächsten machen, Zeugnis geben, das waren die drei Schritte, die drei Wege, die den Glauben kennzeichnen, so der Papst. Es folgt das Credo, das Glaubensbekenntnis. Geschaffen hat Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Ich glaube an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.
Fratelli carissimi. Liebe Brüder und Schwestern, in der Gewissheit, dass der Herr große Dinge für uns tun kann, richten wir unsere Gebete vertrauensvoll an ihn. Blicke auf deine Kirche, schenke ihr unerschütterlichen Glauben, feste Hoffnung und glühende Liebe. Evam utsa purvak odarta pradankar. Seine Fürbitte in den Himmel. Herr, begleite den Papst und die Bischöfe. Erfülle sie mit milder Stärke, weiser Unterscheidung und lebendiger Vaterschaft. Erleuchte die Herrscher und ihre Völker, Herr. Leite sie auf der Suche nach wahrem Wohlergehen, authentischer Gerechtigkeit und dauerhaften Frieden. Herr, bewahre die Jungen in deiner Liebe. Mögen sie in der befreienden Wahrheit, in der freien Hingabe und in froher Heiligkeit wachsen. Herr, segne die Missionare und die Katecheten. Gib ihnen evangelische Offenheit, apostolische Leidenschaft und Beharrlichkeit in der Prüfung. O Vater, wiederhole heute dein tröstliches Wort. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und komm uns zu Hilfe durch Christus, unseren Herrn. Sio, Signore, io vengo.
Er hat mich vom Tod befreit. Er stellte meine Füße auf Fels, machte fest meine Schritte. Er gab mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf unseren Gott. So der Psalm zur Gabenbereitung. Legen wir in diesem Moment der Gabenbereitung unsere eigenen Nöte und Sorgen, unsere Gebete, unsere Freuden mit auf den Altar, auf die Patene, dass sie vom Herrn gesegnet werden und uns und allen, die uns anvertraut sind, zum Segen werden. Auch die Konzelebranten inzensiert, der Weihrauch, Zeichen des aufsteigenden Gebets. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns.
und seine ganze heilige Kirche. Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf die Gaben, die wir darbringen, und lass uns dieses Opfer so feiern, dass es dir zur Ehre gereicht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott, das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig, dir zu danken, heiliger Vater, es ist recht, dich zu preisen, denn du allein bist der lebendige und wahre Gott. Du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit. Du wohnst in unzugänglichem Lichte. Alles hast du erschaffen. Denn du bist die Liebe und der Ursprung des Lebens. Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen und erfreust sie alle mit dem Glanz deines Lichtes. Vor dir stehen die Scharen der Engel und schauen dein Angesicht. Sie dienen dir Tag und Nacht, nie endet ihr Lobgesang. Mit ihnen preisen wir auch wir deinen Namen. Durch unseren Mund rühme dich alle Geschöpfe und künden voll Freude das Lob deiner Herrlichkeit. Das Sanctus. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du und alle deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich, außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heilung vollendet. So bitten wir dich, Vater, der Geist, heilige diese Gaben, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes.
Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn den Jüngern mit seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Mistero della fede. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod seines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir sein Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Siehe her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakonen und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemanden weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind und schenke uns allen das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau, Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Per Christo, con Christo e in Christo. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Dem Wort unseres Herrn, unser Erlös gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung, wagen wir zu sprechen. Das Vaterunser. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voller Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem un segno di pace. Die Gläubigen sind gebeten, sich den Friedensgruß zu geben, den Frieden einander zu schenken, den nur Christus schenken kann und der von ihm, von seinem Opfer ausgeht. Agnus Dei. Selig, die zum Tisch des Herrn geladen sind. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
wahre Speise, die du den Menschen geschenkt hast. Zu einer geistigen Kommunion ein. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares zugegen bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach dir. Da ich dich aber jetzt im Sakrament des Altares nicht empfangen kann, so komm geistigerweise zu mir und nimm Wohnung in meinem Herzen. Ich umfange dich und vereinige mich mit dir. In tiefster Ehrfurcht bete ich dich an. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Mächtiger Vater, ich danke dir für alle deine Wohltaten und ganz besonders dafür, dass du mich mit kostbarem Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, geistig speisen möchtest. Ich bitte dich, lass dieses heilige Sakrament mir zur Quelle des Erbarmens und zum ewigen Heil gereichen. Die heilige Eucharistie sei für mich Rüstung des Glaubens und Schild des guten Willens. Sie möge mich von meinen Fehlern reinigen und alle Tugenden vermehren, mich gegen alle Nachstellungen meiner sichtbaren und unsichtbaren Feinde schützen, mich innig und unzertrennlich mit dir, dem einen und wahren Gott, verbinden und mir so helfen, mein letztes Ziel zu erreichen. Schenke mir, armen Sünder, zu jenem unaussprechlichen Gastmahl zu gelangen, wo du mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist, deinen Heiligen, das wahre Licht bist, die ewige Freude, der vollendete Friede und die vollkommene Seligkeit. Amen. Thank you.
verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer von EWTN, wir übertragen die Heilige Messe, den Abschlussgottesdienst der Jugendsynode, die am heutigen Sonntag feierlich zu Ende geht. Lasset uns beten. Signore, questo sacramento della nostra fede, Herr, unser Gott, in noi gib ciò das che deine esprime, Sakramente in uns das Heil wirken, das sie enthalten, realtà, damit wir einst als unverhüllte Wirklichkeit empfangen, was wir jetzt in heiligen Zeichen begeben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Jetzt ergreift Kardinal Baldessieri, der Generalsekretär der Bischofssynode, das Wort. Brief der Synodenväter an die Jugendlichen. Euch Jugendliche, ci rivolgiamo noi padri sinodali, an euch richten wir con una parola di speranza, mit einem Wort di fiducia, der Hoffnung di consolazione. Einige Worte, und zwar mit Vertrauen und, und Trost. In questi giorni in diesen Tagen ci siamo riuniti per ascoltare la voce di Gesù, um das Wort Jesu il zu Cristo hören, eternamente giovane, ewig junge Christus, e riconoscere in Lui in ihn le vostre molte voci, eure le vostre Stimmen, grida di esultanza, eure Schreien, i lamenti, eure Ruf, eure Klagen und euer Schweigen. Sappiamo delle vostre ricerche interiori. Wir wissen von euch, eurem inneren Suchen, von euren Freuden und von euren Hoffnungen, von den Schmerzen und den Ängsten, die eure Unruhe bilden. Wir wünschen, dass ihr jetzt auf ein Wort von uns hört. Wir möchten Mitarbeiter eurer Freude sein, damit eure eure Wünsche in Ideale sich verwandeln. Wir sind gewiss, dass ihr bereit seid, euch zu engagieren mit eurem Willen zum Leben, denn eure Träume wahr werden in eurer Existenz und inkarniert werden auch in die menschliche Geschichte hinein. Unsere Schwächen mögen euch nicht entmutigen. Die Gebrechlichkeit und die Sünden sollen kein Hindernis sein für euer Vertrauen. Die Kirche soll euch Mutter sein. Sie wird euch nicht alleine lassen. Sie ist bereit, euch zu begleiten auf neuen Wegen, auf Pfaden, in den dort, wo der Heilige Geist am stärksten weht und die Nebel der Gleichgültigkeit, der Oberflächlichkeit und der Entmutigung vertreibt. Und wenn die Welt dann sich wieder konzentriert auf den Erfolg, auf das vorübergehende Gefallen, dann ist das zum Nachteil für die Schwächsten. Helft ihnen wieder aufzustehen und den Blick auf die Liebe zu lenken, auf die Schönheit und auf die Wahrheit und auf die Gerechtigkeit. Für einen Monat sind wir hier zusammengegangen mit einigen von euch und viele anderen, die mit uns verbunden waren durch das Gebet und die Zuneigung. Wir wünschen, diesen Weg heute fortzusetzen, und zwar in allen Enden der Erde, überall, wo der Herr Jesus Christus euch hinschickt als Jünger und Missionare. Die Kirche und die Welt haben
bedürfen eurer Begeisterung. Begleitet die Schwächsten, die Gebrechlichsten, die Verletzten, die vom Leben verletzt sind. Seid gegenwärtig. Seid die Zukunft, eine lichtreiche Zukunft. Das ist der Brief, den die Bischöfe der Synode verfasst haben und an die Jugend gerichtet haben. Das zweite Dokument, von dem immer die Rede war, neben dem Abschlussdokument, über das die Synodenväter gestern entschieden haben. Eine Botschaft an die Jugend und an jeden Einzelnen von ihnen. Der Papst nimmt sich nun die Zeit, Vertreter der Jugend zu grüßen, ihnen den Friedensgruß noch einmal zu geben, Vertreter aller Kontinente, die hier sind. Es war ja ein großer synodaler Prozess bis hierher, vor Synode, die Synode, der Fragebogen noch vor der Synode, gestern dann die Entscheidung über das Abschlussdokument, der Brief an die Jugendlichen heute und mit dem heutigen Tag die feierliche Heilige Messe unter der Teilnahme und Konzelebration aller 300 Synodenväter. Rund 300 Synodenväter haben hier auch konzelebriert. Signore sia con voi. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der allmächtige und barmherzige Gott segne euch. Er schenke euch die wahre Hoffnung und die Weise, die zum Heil führt. Der Herr erleuchte euch immer mit den Lehren des Glaubens und helfe euch, im Guten beständig zu sein. Der Herr zeige euch den Weg der Wahrheit und des Friedens. Er lenke eure Schritte auf dem Weg zum ewigen Leben. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe immer bei euch. Sei Gott dem Herrn.
Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit geht die Messe zu Ende, aber nicht unsere Live-Übertragung. Schön, dass Sie diese heilige Messe zum Abschluss der Bischofssynode, der Jugendsynode mit uns mitgefeiert haben, diese feierliche Messe, an deren Abschluss der Brief verlesen worden ist an die Jugendlichen. Ein Aufruf, jünger zu sein und bei der aktiven, bei der Evangelisierung mitzuteilen. Wir sehen dann hier nochmal ein wunderbares Bild der vielen Synodenväter, rund 300 Synodenväter, die hieran teilgenommen haben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Am Mikrofon war Martin Rothweiler. Bleiben Sie aber bitte dran. Wir setzen Sie unsere Übertragung fort, auch nachher noch den Angelus. Und ich gebe damit zurück ins Studio zu Reinhold Rössler und Robert Rauhut.